Ja, und genau darum soll es heute gehen, um das neueste Produkt aus dem Hause Altergo, nämlich den Shelly Flood mit Temperaturmessung. Ob der was taugt, was er taugt, wie die Einstellungen sind, das schauen wir uns an nach dem Intro. Bis gleich, euer Jörg. So, seit dieser Woche ausgeliefert, der Shelly Flood für die Vorbesteller. Ein Unboxing spare ich mir hier, weil eigentlich nichts Besonderes drin ist. Wie üblich einmal natürlich die Anleitung und der Shelly Flood selber. Das war's auch schon. So, ich würde einfach mal vorschlagen, beginnen wir mal mit der Inkludierung des Shelly Flood. Soll ja eigentlich straightforward gehen, wie bisher auch. Schauen wir ganz einfach mal. Ja, dazu gehen wir ganz einfach mal her. Machen den entsprechend auf. Wie man sieht, die Batterie habe ich schon reingemacht. Das heißt eine CR123. Wie üblich. Problem bei der ist, die ist natürlich nicht ganz so günstig. Deswegen haben sich natürlich auch einige Leute beim H&T geärgert, wo eben das Problem war, dass die Batterie ständig leer wurde. Ich hoffe, das Problem ist hier definitiv gegessen. Schauen wir ganz einfach mal. So, los geht's. Das heißt, ich würde vorschlagen, wir drücken diesen Knopf, das Ganze müssen wir auch machen, um ihn aufzuwecken. Das ist ja bei diesen WLAN-Komponenten hier so, weil ansonsten natürlich der Batterieverbrauch zu hoch wäre. Okay, so. Wir klicken mal da drauf, bis das Lämpchen dann anfängt zu blinken. Machen auch damit ein Reset. So, jetzt fängt das Lämpchen an zu blinken. Gut, dann machen wir ein Add Device. Einmal mein WLAN auswählen. So, und dann hoffen wir mal, dass da etwas gefunden wird. Jawohl, hier ist ein Shelly Flood auf jeden Fall. Da sieht man auch, dass das Lämpchen entsprechend blinkt. Jetzt kommen wir wieder zur Verifying-Phase. Das ist immer die problematische Phase, die nicht immer funktioniert. Wenn es denn nicht funktioniert, werden wir dann gleich sehen, was wir tun. Nämlich, wir suchen uns die IP-Adresse raus und machen das Ganze nochmal mit @IP. Aber ich hoffe mal, das Ganze geht so. Dauert aber schon wieder ein bisschen zu lange. Auf jeden Fall ist der im WLAN inkludiert, wie man hier nämlich an der LED sieht. Fail to include, das hat wieder nicht funktioniert. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich die IP-Adresse suchen. Geht also einfach in euren Router rein, schaut ganz einfach mal, wie da die IP-Adresse ist. Zum Beispiel ist eine Möglichkeit. Das Ganze mache ich jetzt auch mal ganz kurz. Das heißt, hier gehe ich mal in die Fritzbox rein und schaue mir das Ganze an. Das heißt, hier kann man nach einem Shelly Flood suchen. Das ist die 147 am Ende. Das heißt, das machen wir jetzt nochmal. Add Device by IP. Geben hier die 147 ein. So, und dann checken wir nochmal das Device und dann solle das hoffentlich dann auch funktionieren. So, den nennen wir natürlich jetzt einfach mal ganz einfach. Ups. Und sagen mal Flood. Gut, dann können wir natürlich das Ganze wieder in die Cloud inkludieren. Für euch mache ich das. Die meisten meiner Geräte, die ich bei mir habe, sind natürlich mit MQTT verbunden und damit eben nicht mit der Cloud. Aber zu Testzwecken mache ich das für euch natürlich immer. So, successfully steht da. Und ja, der Flood ist zumindest auch hier schon mal da. Das ist doch hervorragend. So, not connected to the cloud. Das kann natürlich auch passieren. Heute passiert wieder alles, was passieren kann. Eigentlich wieder ein toller Vorführeffekt. Das heißt, jetzt müsst ihr noch ein bisschen warten, bis er eben in der Cloud ist. Geht auch einfach mal auf my.shelly.cloud und schaut mal. Vielleicht ist er ja sogar schon da. Ansonsten einfach mal eine gewisse Zeit warten und dann soll der eigentlich dort auch erscheinen. Wenn er das nicht tut, dann einfach mal hier nochmal drauf drücken und ihn aufwecken. Das ist nämlich hier relativ wichtig. Ja, wenn er natürlich hier nicht aufgewacht ist, kann er natürlich auch nichts übermitteln. Ja, also einfach mal drücken und dann nochmal in die Cloud gucken. Aber da ist er jetzt. Wunderbar.
Ich habe den schon ein paar Tage. Ich habe das jetzt nochmal für euch gemacht. Das ist jetzt die zweite Inklusion in das Netzwerk, wie man hier nämlich auch schon so ein bisschen sieht. So, no flap detected. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal hier, machen das Ding entsprechend wieder zu. So, und dann gucken wir uns doch live das Ganze einfach mal an, würde ich mal sagen. Das heißt, provozieren wir doch einfach mal einen Alarm. Und wie man hier sieht, Water detected, also der Alarm ist so auf jeden Fall zu sehen. So, wie man auch hier sieht, hat er eben drei dieser Auslässe, wo er eben einen Kontakt hat, mit dem er das Ganze dann auch prüfen kann. Das Ganze verhält sich übrigens ähnlich wie, genau. Ich habe hier nämlich so einen Fibaro-Sensor mit dem Z-Wave-Protokoll. Auch der hat entsprechend irgendwie nämlich so drei Stück hier. Und wie man hier sieht, bin ich hergegangen, habe den nach draußen geführt, weil auch der wird batteriebetrieben normalerweise, was ich nicht tue. Deswegen kann man den nämlich auch extern betreiben. So, und kann eben statt dieser Batterie entsprechend das auch nach draußen führen. Das finde ich auf jeden Fall auch eine coole Sache hier bei dem Fibaro. Aber egal, wir wollen uns ja auf jeden Fall hiermit beschäftigen. Und auch der hat coole Vorteile, nämlich wie üblich bei Altergo. Das heißt MQTT. Wir können hergehen, wie man gleich sehen wird, über HTTP, ja, wo auch immer was ansprechen. Das heißt in FEM oder sonst irgendwie euer Heimautomatisierungssystem. Das Ganze eben melden, wenn hier eben ein Alarm passiert. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache, wie ich finde. So, dann schauen wir uns jetzt doch ganz einfach mal die Oberfläche an, würde ich sagen. Dabei haben wir allerdings ein Problem. Wir müssen ihn nämlich kurz aufwecken. So, dann gehen wir ganz einfach mal in die Oberfläche rein. Ja, wie man hier sieht, er ist auch immer noch nicht da. Hoffentlich gleich. Ja. So. Hat ein paar Sekunden gedauert, jetzt ist er da, jetzt können wir loslegen. Gut, die Temperatur ist mittlerweile auf 24 Grad, das passt hier immer noch nicht, muss ich sagen. Aber das mit der Temperatur wurde, glaube ich, auch in Facebook schon diskutiert. Das ist eigentlich auch fast klar. Das ist natürlich mit inkludiert. Ja, und kann natürlich nicht so richtig die Temperatur von außen wahrnehmen. So, no flat, klar. Jetzt habe ich sogar 100% Batterie. Ja, auf jeden Fall habe ich ihn ein paar Tage jetzt schon in Benutzung, habe ein paar Alarme generiert, etc. pp. Also von dem her scheint das Problem auf jeden Fall so nicht mehr gegeben zu sein, zumindest bei meiner Version vom Flat. Bin mal gespannt, wie die Reaktionen von anderen Kollegen so sind. So, Sensor Settings, ja, Temperaturunit. Celsius Fahrenheit, Claro, Thresholds, das ist ähnlich wie beim H&T. Das heißt, hier kann ich hergehen, eben entsprechend sagen, okay, wenn 1 Grad Unterschied ist, dann bitte schön senden. Kann das natürlich auch noch anders einstellen. Rain-Mode ist auf jeden Fall eine coole Sache, wie ich finde. Das heißt, ich kann das Ding eben auch nach draußen packen und kann dort eben meine Steuerung machen. Das heißt, hier meine Bewässerung steuern. Wenn natürlich dann irgendwie Regen ist, brauche ich eben nicht bewässern. Das heißt, das kann ich hier einstellen, dass eben kein Alarm kommt. Spart die Batterie auf jeden Fall. Finde ich auf jeden Fall eine nützliche Funktion. Dafür auf jeden Fall einen Daumen hoch. Ja, Internet Security muss ich, glaube ich, wirklich nichts dazu sagen. Wir kommen natürlich gleich dazu bei den Developer Settings, das heißt MQTT-Einstellungen. Der Rest ist eigentlich wie üblich für die, die das nicht kennen. Ich kann hier noch einen SNDP-Server einstellen, dass eben nicht an Google übermittelt wird. Auch eine gute Sache für Datenschutz. Danach hatten ja ein paar Leute gefragt. Ich kann Wi-Fi eben ein Backup einstellen. Das heißt, habe ich noch ein zweites, kann ich das auch hier einstellen als Backup. Das sind auf jeden Fall nette Sachen. Aktionen, das ist auf jeden Fall auch das, was ich eben gerade schon gesagt habe. Hier kann ich hergehen, eben HTTP einstellen. Das heißt, es wird ein HTTP-GET gesendet, wenn eben ein Alarm kommt.
das kann ich machen und kann damit FEM oder sonst irgendwas entsprechend auch ein Dummy steuern, ist eine der Möglichkeiten, wenn man eben kein MQTT nutzen möchte. Das heißt, das ist was, was ich nutzen kann, wenn ich eben zum Beispiel die Cloud eingestellt habe, funktioniert das natürlich trotzdem. Und wer das möchte, der ist auf jeden Fall damit zumindest mal halbwegs gut bedient. So, Actions, das war das. Dann kommen wir hier noch zu den Settings und auch da ist eigentlich nichts Besonderes. Gab ein Firmware-Update direkt. Im Moment sind wir eben hier bei Hotfix 4, das übliche, und auch sonst gibt es hier eben nicht arg viel zu sagen. Das heißt, Europe Berlin im Moment detected. Ja, das war's. Soweit, so gut. Mehr gibt es hier nicht. So, zum Schluss schauen wir uns doch ganz einfach nochmal an, wie das mit MQTT aussieht. Das heißt, wir haben das hier eingestellt ohne Passwort. Das heißt, wir sind einfach nur hergegangen, haben hier das Ganze aktiviert, immer noch Shelly flat gelassen und hier auf die IP-Adresse geändert, ja, von eben eurem Broker. Das heißt, bei mir ist das der eingebaute in FEM, den ich mittlerweile nutze. Ihr könnt natürlich auch Mosquito oder sonst irgendwas nutzen, wie euch das Ganze denn beliebt. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Was ist denn passiert in FEM? Ganz einfach, hier ist das Teil entsprechend angelegt. Wir sehen hier eben den Shelly Flat, sehen eben die Batterie, sehen, ob er online ist oder nicht, sehen die Temperatur, ist also auch schon soweit alles da. Ja, also eigentlich schon fast alles, was man braucht. Das ist doch schon mal eine coole Sache. Ja, machen wir doch einfach noch mal eine Live-Sache. Mal gucken, inwieweit das hier auch funktioniert. Den wieder zusammen machen, dann obligatorisch hier wieder rein. Und hier sehen wir auf jeden Fall flat. Das funktioniert soweit. So. Und jawohl, jetzt ist er auch da. Das hat ein bisschen gedauert. Das heißt, der Flat True ist auf jeden Fall da. Also, soweit alles ganz cool. Dann können wir den ja, den nervigen, mal hier wieder rausnehmen. Ja, Fazit. Also cool ist das Teil auf jeden Fall soweit. Funktioniert. Ihr habt ja entweder die Möglichkeit, wie gerade gesehen, das per MQTT zu machen. Ja, mit dem Smart Home System eurer Wahl ist die eine Möglichkeit. Oder ihr nutzt das Ganze natürlich dann über die Cloud und könnt dann trotzdem irgendwo nach IFTTT melden, eben mit dem HTTP-Befehl. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Von dem her, ja, viele Möglichkeiten gegeben, soweit alles ganz cool. Die Batterielaufzeit scheint diesmal auf jeden Fall auch zu passen. Das ist das nächste, was natürlich positiv auffällt. Habe bisher auch in den Foren noch nichts Negatives diesbezüglich gelesen. Dann sage ich jetzt mal auch ein ganz vorsichtiges Daumen hoch, wenn das so bleibt. Ja, WLAN an sich, das Protokoll, finde ich persönlich natürlich immer noch nicht das geeignetste, muss ich sagen. Denn irgendwie Z-Wave ist doch irgendwie normalerweise das Protokoll meiner Wahl. Warum ist dem so? Weil mittlerweile, ja, die FLIRS-Technologie existiert, damit kann ich eben auch im Z-Wave-Protokoll, auch im Deep Standby, eben Geräte abfragen. Dafür ist das Protokoll mittlerweile geschaffen und das ist eben bei WLAN so nicht möglich. Das heißt, ich kann Realtime on the fly eben so ein Gerät abfragen. Finde ich persönlich wesentlich besser, als dass, wenn ich zum Gerät hingehen muss, eben den Knopf drücken. Das ist eben genau das, um das aufzuwecken, um eben auch Settings zu machen. Das kann ich natürlich da wesentlich besser. Aber ansonsten, das Gerät tut das, was es tun soll. Ich finde es auf jeden Fall in Ordnung, werde es wahrscheinlich dann jetzt auch bei mir noch zusätzlich nutzen. Also alles ganz cool. Ja, habt ihr so ein Teil? Wollt ihr so ein Teil kaufen? Lasst es mich ganz gerne unten wissen in den Kommentaren und was ihr davon haltet. Ja, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Ja, bringt mich natürlich und meinen Kanal auch ein bisschen weiter, damit ich auch noch ein bisschen mehr an Videos testen kann. Ansonsten Abo nicht vergessen und die Glocke von Shellys gibt es natürlich immer. Viele Videos und natürlich demnächst auch bei der Premiere da ist, nämlich bei der IFA. Dann, was? Genau, den Shelly Dimmer. Also, ich sage so long, schönen Sonntag noch, bis dann, ciao, ciao.